Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute zu einem super wichtigen Video. Ich möchte euch wieder 5 Tipps an die Hand geben, wie ihr bei eBay zu mehr Umsatz kommt. Verpasst das Ganze nicht, bleibt bis zum Schluss dabei. Viel Spaß bei diesem Video. So Freunde, wie angesprochen, gibt es heute 5 Tipps von mir an die Hand, wie du bei eBay mehr Verkäufe generierst, um so natürlich auch mehr Umsatz zu erwirtschaften. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonnier gern diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Und ich freue mich, wenn du diesem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch gibst. Das motiviert mich für viele weitere solcher Videos und lässt uns natürlich auch als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und dann lass uns mal beginnen mit dem ersten Tipp direkt, der Artikelpreis. Super, super wichtig, wie ich finde, wenn du ein Produkt online stellst, dann achte auf den Artikelpreis, dass der nicht zu hoch ist. Du vergleichst im Endeffekt mit der Konkurrenz, wie die gerade anbieten, und setzt das im Grunde genommen genauso an. Ich würde dir empfehlen, immer einen Tick tiefer zu gehen. Wenn es ein sehr gutes Produkt ist, was du weißt, es wird sich verkaufen, kannst du mit der Konkurrenz gleichziehen. Ansonsten immer einen Tick tiefer, nie wirklich darüber, weil du sonst, wie gesagt, schlechtere Karten hast, das zu verkaufen. Es sei denn, du bist ein super Verkäufer. Was natürlich wichtig ist beim Einkaufen, solltest du einen gewissen Puffer haben nach unten, ja, weil teilweise fallen die Produkte, viele bieten solche Produkte an, besonders Handelsware, die sehr gut läuft, merkst du direkt, es wird sehr viel Konkurrenz geben. Dementsprechend hier für den Kunden, dementsprechend ganz wichtig der Artikelpreis. Hier spielt dann im Grunde genommen nur der Preis die Rolle. Deshalb der erste Punkt. Zweitens, wo wir schon beim Preis sind, die Preiskorrektur. Wie schon gesagt, solltest du einen gewissen Puffer nach unten dir einkalkulieren und mit in Abständen, in regelmäßigen Abständen Preiskorrekturen vornehmen. Du siehst es, ein Produkt verkauft sich nicht gut. Schau mal, wie die Konkurrenz das gerade anbietet. Teilweise wirst du sehen, dass die dann schon mit dem Preis ein bisschen tiefer sind, weil die natürlich nicht schläft. Und dementsprechend wollen die hier gute Umsätze generieren, was du auch machen solltest, und dementsprechend den Preis nach unten korrigieren. Ganz, ganz wichtig in dem Sinne. So, und der nächste Punkt, Nummer 3, sind Preisvorschläge. Preisvorschläge sehr, sehr wichtig, denn wenn du Produkte online hast und die schon etwas länger online sind, dann wirst du auf jeden Fall für viele Produkte viele Beobachter haben. Bei eBay gibt es die Möglichkeit, ein Produkt zu beobachten, und so siehst du das dann in deinem Profil, wie viel potenzieller Beobachter, potenzieller Käufer heißt es bei eBay, dann für diesen Artikel in Frage stellen. Und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, kannst du dir hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung gerne anschauen. Da erkläre ich, wie du Preisvorschläge sendest, um hier gewisse Kunden nochmal anzusprechen, die sich das Ganze noch überlegen. Denn falls jemand deinen Artikel in der Beobachtungsliste hat, dann ist er sich noch nicht ganz sicher, ob er es kauft oder nicht. Und wenn er hier einen guten Preis von dir bekommt mit einem guten Nachlass, dann sind die viele schon bereit, diesen Artikel dann dementsprechend günstiger zu kaufen und hier zuzuschlagen. Auch ein sehr wichtiger Tipp. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Wachstum. Wachstum sehr, sehr wichtig bei eBay. Warum? Weil bei eBay der Algorithmus eine große Rolle spielt. Und meiner Erfahrung nach habe ich gesehen, umso mehr Produkte man listet bei eBay, umso mehr Wachstum generierst du, umso mehr Interaktionen finden statt und so mehr Klicks kriegst du auf deine Produkte. Somit ranken deine Produkte, deine Artikel, die du bei eBay hast, automatisch nach oben und werden von vielen Kunden gesehen, und dementsprechend auch hier das Ganze führt zu mehr Umsatz natürlich. Und zu guter Letzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, das ist natürlich die eBay-Anzeigen. Da kommt man nicht drum herum, dass man gewisse Produkte dann auch kostenpflichtig bewirbt, beziehungsweise nur dann, wenn man sie auch verkauft. Dazu habe ich auch schon mal ein Video alles um eBay-Anzeigen gemacht. Findest du auch hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Schaust dir auch hier genau an, wie du für eBay-Anzeigen schalten kannst, um diese besser positionieren zu können, um so auch natürlich mehr Verkäufe und Umsatz zu generieren. Das waren meine 5 Tipps, um mehr Umsatz zu generieren. Wende diese gerne an und du wirst sehen, mit der Zeit wirst du einfach mehr Verkäufe generieren und mehr Umsätze. Falls du noch ein weiteres Video sehen möchtest, was ich schon vor längerer Zeit gemacht habe, wo ich aber noch einige andere Tipps
an die Hand gebe. Schau es dir gerne auch hier oben in der Infobox an oder gerne in der Videobeschreibung. Und sonst freue ich mich, wenn dir dieses Video geholfen hat. Gib dem Video dazu einen Daumen hoch. Das motiviert mich für weitere Videos. Und falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleiben wir immer auf dem aktuellen Stand. Viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Ciao.